So, schönen guten Tag. Ich bin hier nicht eingesperrt, aber zum Friseur darf ich auch nicht. Denn wir haben Februar 21, das sind harte Zeiten. Und wo früher Wein stand, steht heute Schnaps. Und wir haben jetzt bald Valentinstag, ein Tag der Liebe. Und in der angespannten Zeit wollen wir jetzt natürlich was landen, was etwas Harmonie für ein paar Stunden in die Wohnungen bringt. Und deswegen machen wir heute eine total sexy Zitronensuppe mit Garnelen und Brokkoli. Liebe Männer, das klingt jetzt nicht so wie ein Leibgericht von euch, aber für die Frauen müssen, wollen, tun wir das machen und wir können damit wahrscheinlich ja, einfach einen richtig schönen Tag landen. Ne? Also, folgt mir. Ausgangssituation ist eine solide Gemüsebrühe. Natürlich wäre Gemüse, Fisch, Hühnerbrühe alles möglich, aber ich fahre es da so einfach wie möglich. Wer das toppen will, umso besser. Also, dort kocht die Gemüsebrühe. Hier haben wir ein paar Garnelen. Hier haben wir Lauch. Den schneide ich jetzt in kleine Würfel. Schön klein. Das fällt hinterher kaum auf. Das ist also wichtig, dass es klein ist. Es muss jetzt nicht akkurat sein. So, beim Brokkoli, da es eine Suppe ist, müssen die Röhrchen so groß sein, dass wir sie hinterher mit einem Löffel essen können. Und jetzt kommt die Hingabe, das Persönliche. Wir schälen den Brokkoli kurz, weil das ist das Einzige, was dann eventuell stören könnte, wenn man ihn zu kurz gekocht hat, dass die Schale etwas hart ist. Und sollte das jetzt hier zum Familienausflug werden, kann man damit auch Leute beschäftigen, die behaupten, sie können nicht gut kochen, sie können nicht kochen, sie können gar nichts kochen. Die können dann solche Arbeiten machen und Brokkoli schälen. Weil wie gesagt, ich erinnere noch mal dran, es ist Valentinstag. Das soll Harmonie, da sollen alle dabei sein, alle haben sich gerne. Und wie gesagt, ne, man kann was dazu trinken, keiner muss mehr fahren. Weil Besuch kriegt man ja kaum noch. Das ist ein Elend. Ja gut, okay, es ist halt so. Wir müssen das hinnehmen und hoffen zu überleben. Mit Alkohol klappt das aber. Ich war letztens bei der Ärztin, die sagte auch, Herr Fischer, alles in Ordnung, gute Werte, optimistisch. Da stört noch nicht mal ein Kilo zu viel. Weil wenn das Kilo, was man zu viel hat, mit so viel Freude angefressen wurde wie bei mir, dann hat man so viel Energie, positive Energie gespeichert, dann macht das gar nichts. Ein, was brauchen wir natürlich? Neue Bra. So, wir schwitzen jetzt den Porri an. Oder Lauch. Danach dann, das was ganz Besonderes, hat man zu Hause jetzt eher weniger. Aber einen kleinen Trumpf brauchen wir ja. Wir schälen die Garnelen mit Kopf, allem drum und dran. Dann wird das getrocknet. Dann wird das geschreddert. Und dann wird das in Öl aufgekocht. Und wir haben dadurch ein fantastisches Garnelenöl. Und der Vorteil ist der, dass wir die Garnelen, wenn wir sie braten, ein viel intensiveres Aroma haben, als wenn wir sie nur so braten. Das ist es. Das könnte man auch mit frischem Brot pur essen. Ein Genuss quasi. Kurz anschwitzen. Und das gibt nochmal so richtig, also frische Butter, Lauch, das ist natürlich Aromen. Sensationell. Das Ganze wird dann mit Neubra abgelöscht und mit dem Gelben. Wirklich nur das Gelbe, weil das Weiße, was drin da ist, ist bitter. Wirklich nur das Gelbe wegrubbeln. Und auch gerne die guten Zitronen kaufen. Es macht sich bemerkbar. Alleine schon für die Moral der Geschichte. Ja. Ich wollte ja mit neuem Brat löschen. Ein Traum. Auch wichtig, ne? Das wird ja von vielen empfohlen, regelmäßig was trinken, weil nur so weiß man, dass man noch schmeckt. Und wenn man schmeckt, ist man gesund. Ne? So, wird abgelöscht, etwas Gemüsebrühe drauf, das kocht nur kurz auf, etwas zum Abrieb, aber wie gesagt, nur das Gelbe, die Farbe abrubbeln. Wie gesagt, darf die alte doll kochen, weil die ätherischen Öle sonst verfliegen. Und ich sage mal, wenn das abgerieben ist, man kann das jetzt immer noch heute Abend dann klein schneiden in Scheiben und als Gin Tonic verarbeiten. Also die Zitrone muss ja nicht umkommen deswegen. Und für die, die krank sind, ja, die pressen es halt aus und machen heiße Zitrone draus. Aber ich bin schon für die Gin Tonic Variante. Das ist einfach zeitgemäß. Dann können wir jetzt den Brokkoli kochen. Ganz kurz, Brokkoli braucht nicht lange. Hier angerührt, einfach nur ein bisschen Stärke. Bietet sich Maisstärke an, weil Kartoffelstärke gibt so eine komische schleimische Bindung. Und das ist nicht unbedingt sexy. Wir brauchen nichts weiter als neue Bra und Salz. Eine kleine Prise. Schwupp.
eine leichte Bindung, also kein Blub-Blub-Blub-Pudding kochen, ne? Sondern eine leichte Suppe, weil Zitrone, Garnele, Brokkoli, das klingt ja so ultra vital. Und wenn wir jetzt hier so Blub machen, dann ist das grausig. Ne? Dann klebt das am Gaumen und das ist ja nur eine Suppe von, bei uns zum Beispiel Valentinstag, 1 von 5 Gängen. Und deswegen sättigt es dann auch zu sehr, wenn es zu sehr gebunden ist. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. So, hier das Garnelenöl. Wuppdiwupp. Jetzt können wir das reindrehen. Wir probieren nochmal. Reicht schon. Hier haben wir die Garnelen. Glasig, fast fertig. Den Brokkoli noch mit dazu. Auch wieder leicht salzen. Weil auch wenn es in der Suppe ist, muss ja alles für sich schmecken. Ne? Man kann ja jetzt nicht sagen, alles wupp, da kommt eh die Suppe drüber. Nein, alles muss schmecken, was verarbeitet wird. Brauche ich noch den Zauberstab, um hier eben kurz die Creme fraiche reinzuarbeiten. Ein kleinen Klecks. Da steht drauf 30% Fett, brutal viel. Aber ne, das ist ja 30% nur. Dafür haben wir am Mehl gespart. Und es ist ja ein Milchprodukt, es ist ja gesund. So, und schon ist Ruhe. Und jetzt können wir schon anrichten. Das heißt, wir hatten eine Vorbereitungszeit ohne Kamera von sogar 4 Stunden, 20 Minuten. Von mir aus eine halbe Stunde, ist auch egal. Das eigentliche Finish stinkt nicht, rußt nicht, macht keinen Dreck. Jetzt überlege ich gerade, wir könnten eigentlich noch einen ganz anderen Keller nehmen. Der hier ist aber viel schöner. Nö, wir machen beides, weil Christiane kriegt ja auch eine Suppe. Und deswegen gerne auch als Türmchen bauen, dass am Ende noch was rausguckt. Schwuppdiwupp. Und an alle, die das jetzt sehen und diese Nummer vom Ordnungsamt, die jetzt überall in Dresden rumsteht, schon gespeichert haben, Christiane steht sehr weit weg. Ich bin also hier alleine in Einzelhaft. Es gibt also keinen Grund, mich anzuzeigen, weil ich irgendwas missachtet hätte. Ja, ich trinke ausreichend, ich bin gesund, ich halte die Abstände. Ich bin in Einzelhaft. So, und jetzt kann jeder für sich entscheiden, welches Ensemble ihm besser gefällt. Im tiefen Teller. Hopp, das könnte man theoretisch wieder aufschäumen, aber das macht keinen Unterschied. So, Suppe fertig. Und jetzt haben wir noch, wie immer fast, ne, etwas Kresse. Das ist jetzt rote Rettichkresse. Das ist, ne, Kresse soll gesund sein, beleben, aphrodisierend, weiß ich nicht. Ne. Letzten Endes ist ja jedes Essen, was lecker ist, ist ja aphrodisierend, weil es macht happy. Und wo man happy ist, hat man Lust. Gibt sich der Rest dann alleine. So, und das sind jetzt zwei Varianten im tiefen Teller. Und jetzt haben wir die Frage, was essen wir, was trinken wir? Es passt natürlich immer perfekt dazu, was auch drin ist. Jetzt hätte ich mir theoretisch ein Glas vorbereiten können, weil jetzt denken immer alle, ich trinke generell aus der Flasche. Das war ja vorhin eine spontane Idee, aber das ist meine Flasche. Und da ich mit Sicherheit so lange hier alleine bin, bis die Flasche leer ist, also eine halbe Stunde, kann ich aus der Flasche trinken. Und ich finde, so wie ich aussehe, kann ich ja Alkohol aus der Flasche trinken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de